Könnt ihr mich überhaupt noch sehen? So voll hier. Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal Mama Kügelchen und herzlich willkommen zu einem neuen Demo-Haul. Demo-Lieferung ist bei mir angekommen und ich bin so froh, dass ich es endlich auspacken darf, euch zeigen kann, was ich mir diesmal bei Temu ausgesucht habe. Die Sachen werden mir netterweise kostenlos zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Und ich möchte euch natürlich daran teilhaben lassen, was ich mir in der großen Welt von Temu ausgesucht habe. Es sind ein paar Highlights dabei diese Woche und es ist auch ein Produkt dabei, über das freue ich mich wirklich sehr. Das erleichtert nämlich unseren Alltag bzw. Mein Chaos hier ein bisschen. Und bei den anderen Sachen bin ich gespannt, was die mir so tun können in meinem Chaoshaushalt. Ja, richtig. Wenn ihr auch als Neukunden einmal Temu kennenlernen möchtet, ist das überhaupt kein Problem. Ich habe hier einen Code und auch gleich dauerhaft da eingeblendet. Mit dem könnt ihr ein 100 € Gutscheinpaket bekommen, wo ihr nach Lust und Laune bei Temu shoppen könnt. Alle Infos dazu findet ihr in der Infobox, auch den Link zur Temu-App. Ladet sie euch runter, gebt den Code ins Produktsuchfeld ein und dann wird er euch freigeschaltet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Shoppen. Richtig. Diesmal geht es in die Kategorie Aufbewahrung, Organisation. Da ist ja Temu, ne? Da ist ja, da kannst du dich ja dumm und dämlich kaufen. Also, da brauchst du ja schon Organisation für deine Organisation. Ich habe schon vieles an Organisation getestet und ausprobiert, war ja nicht immer so hundertprozentig zufrieden und deswegen habe ich da jetzt nochmal reingeguckt, ob es nochmal was Optimaleres gibt. Ich hoffe, ich konnte was finden und ja, werde euch das natürlich alles gleich zeigen. Richtig. So, ich fange an. Mit meinem Highlight, mit meinem persönlichen Highlight. Und ich kann das Teil nur empfehlen. Es sieht nicht nur stylisch aus, es ist auch richtig, richtig, richtig praktisch. Ja, das steht da, fällt nicht mehr auf. Und das hat richtig viel Fassungsvolumen. Wer hat es noch nicht gesehen? Diese richtig geniale Sammelstation fürs Leergut. Wo sammelt ihr bis jetzt euer Leergut? Wie meine Eltern? An der Mülltüte, an der Kellertreppe. Besser. Ich schwör's euch, das sieht richtig schön aus. Das ist so ein Körbchen. Ja, es ist so ein Korb. Sieht fast aus wie ein Wäschekorb. Hat aber oben so eine Öffnung. Die hat so ein Pizzadesign. Da könnt ihr die Flasche reinstecken, fallen lassen und weg sind sie. Und die hat richtig gutes Fassungsvolumen. Hier sind zwei Wechselbeutel bei. Das heißt, wenn der Beutel voll ist, holst du ihn raus, bringst ihn weg. Du kannst den anderen währenddessen reintun. Oder du wartest, bis der zweite Beutel auch noch voll ist und bringst ihn weg. Also, ich kriege locker 9 € in diesen Beutel reingestopft. Super. Ich mag den wirklich sehr, sehr gerne. Aufbau ist auch gar nicht kompliziert. Ich habe es euch abgefilmt. Ich musste natürlich auch erstmal durchblicken, wie es funktioniert. Aber es war am Ende ganz einfach. Und ich habe es hinbekommen. Und dann schaffst du das auch. Und ich liebe das Teil. Wirklich. Warum gab es das nicht schon vorher? Dann habe ich, da hinten ist eine Druckstation versteckt, das heißt, da steht mein Drucker und da liegt auch mein Papier und es staubt immer ein. Kennt ihr das Problem? Das müsst ihr erstmal drauf pusten, damit der Staub darunter geht. Und da hat Temu auch was. Und zwar hat Temu extra für DIN A4 Papier so durchsichtige Aufbewahrungsboxen. Das heißt, ihr verliert nie den Überblick, wie viel Papier habt ihr noch und das kann ich einstauben. Ja, weil der Tintenstrahldrucker oder über alle Drucker, wenn die Staub mit reinkriegen, dann ist es echt mühselige Arbeit, das wieder sauber zu kriegen. Aber hiermit erhoffe ich mir, dass mein Papier nicht mehr einstaubt. Ja, bin ich auch richtig cool und das macht sich gleich bestimmt richtig gut in meiner Druckerstation. Dann habe ich hier was. Wie ihr hört, es ist eigentlich schon leer, denn ich konnte es echt nicht erwarten und habe es schon aufgebaut. Aber zu eurem Vorteil, oder zu meinem Vorteil, ich muss gleich nicht so viel arbeiten. Hier sind noch ein paar Dinge drin. Ich habe nämlich so, ja, kann man Kleiderschränke dazu sagen? Das sind so Schränke, die werden aus Stangen zusammengesteckt und dann sind da so Fächer drin und dann könnt ihr da noch so einen Staubschutz drüber machen und dann habt ihr quasi so einen Pop-up-Kleiderschrank. Habe ich aufgebaut. Das Video blende ich euch jetzt wahrscheinlich währenddessen ein. Habe ich zweimal. Einmal steht, wie gesagt, schon der Platz, damit er einen festen Platz hat, ist noch nicht vorbereitet. Das werde ich wahrscheinlich tun, sobald der Mann wieder arbeiten ist, die Kinder wieder in der Schule sind. Kindergarten haben wir gar nicht mehr. Also, sobald die Kinder wieder in der Schule sind, der Mann wieder arbeiten ist, ich zwischendurch immer meine Ruhe habe, werde ich mich darum kümmern, dass dieser Kleiderschrank, der ist aktuell im Flur blockiert, an seinen richtigen Platz kommt und auch da zum Einsatz kommt mit
dass ich da Sachen verstauen kann. Denn wer kennt es, wer keinen Keller hat, wo man Sachen wirklich verstauen kann, der muss gucken, wo er sich Platz schafft. Richtig. Und dafür habe ich mir überlegt, sind diese Schränke gut? Beim zweiten weiß ich es noch nicht, ob das dann noch dazu passt. Das werde ich dann sehen, wenn der erste drin steht. Der zweite ist noch original verpackt, noch nicht aufgebaut. Der ist aber ähnlich. Auch das Bild habe ich euch dazu hier irgendwo eingeblendet. Genial. Ne? Also die kosten nicht viel, die sind wirklich stabil. Wir haben auch jetzt eine Cola-Kiste reingestellt, die war voll, das hat es gehalten. Also ohne Probleme. So, ich muss mal gucken, wo ich jetzt hier weiter abbaue. Ja, für diese Kleiderschränke oder für andere Schränke habe ich mir hier noch so Kisten geholt. Und bei den Kisten finde ich es richtig genial, die haben hier so Metallstangen drin, das heißt, die sind stabil, die sacken nicht in sich zusammen, sondern die sind stabil, bleiben an Ort und Stelle in der Höhe und die könnt ihr wahrscheinlich dann auch richtig gut stapeln. Ich habe die noch nicht ausgepackt, ich mache das jetzt gleich und die finden auf jeden Fall einen pumplösen Einsatz und ihr werdet es aber jetzt sehen oder gesehen haben. So, ich weiß nicht, womit ich weitermachen soll. Vielleicht tue ich das mal. Ja, dieses Mal sind richtig viele große Kartons bei mir angekommen. Ich habe mich auch bei dem Paketboten 33 Mal entschuldigt. Tut mir leid. So, ich hatte ja mal mir was bestellt gehabt für unter den Computerbildschirm, damit der ein bisschen erhöht ist. Ich auch ein bisschen Stauraum für unter dem Bildschirm habe. Da kam mir dann so ein Holzbrett an. Das ist schön gewesen, aber es war einfach zu groß. Da hatte ich dann die Katzenfutterstation drauf gemacht. Katzis sind weg, Futterstation ist mit meiner Schwester mitgelaufen. Dann habe ich gesehen, dass es da noch was anderes gibt. Kommt mir gerade auch ein bisschen groß vor. Ne, Katja und Maße. Ich glaube, ich habe nur einmal einen Zollstock mitgenommen, wenn ich Temo bestellt habe. Aber ich fand das jetzt hier nicht so verkehrt, deswegen habe ich mir das mitgenommen. Bin wie gesagt gleich gespannt, ob das auch wirklich drunter passt. Ich hoffe es. Ansonsten muss irgendwas anderes reichen. So, das sind wahrscheinlich. Ja, ich habe hier so was. Ich habe hier noch nicht richtig rein. Hier sind so Nüpselchen. Das ist für die Schubladen, denn unter dem Tischchen für den Computerbildschirm. Wahrscheinlich habe ich den sind noch Schublädchen und damit du die aufkriegst, was ich jetzt nämlich nicht kriege, hast du die hier noch so in Gold. Gefällt mir nicht so ganz, aber es ist nicht so schlimm. Kannst du die da reinnipsen. Gleich ist kaputt. Oh, kannst du nicht so da reinnipsen. Moment. Jetzt hat mich der Ehrgeiz gepackt. So, holen wir die doch mal raus, die Schublade. Jetzt ist es drin. Ne? Ganz easy. Ja, das ist nichts Besonderes, aber der Bildschirm ist ein bisschen höher gesetzt. Ihr habt hier auch noch sowas dabei. Da muss ich tatsächlich mal gucken, wofür das ist. Vielleicht als so Stelzen so für darunter zu schrauben. Wisst ihr, was ich meine? Dann könnt ihr es da hinstellen, dann könnt ihr da noch die Tastatur drunter stellen. Ha! Schlau. Also, ihr habt ja noch Standbeine dabei, könnt ihr noch erhöhen, dann könnt ihr euren Bildschirm drauf machen und dann habt ihr, ich finde es ja immer relativ unbequem, wenn du gerade am Schreibtisch sitzt und dann musst du so ein bisschen runter gucken, um auf den Bildschirm zu gucken. Kann auch sein, dass ich einfach ein fauler Mensch bin, aber ich finde so Bildschirmerhöhung gar nicht so verkehrt. Da habt ihr noch Platz, irgendwas, Stift, Papier. Ich habe auch mein Make-up am Schreibtisch mitstehen. Genau. Das wird auf jeden Fall noch ein schöner zusätzlicher Stauraum sein für auf dem Computertisch mit dem Computerbildschirm. Wir werden zwar, wir sind drauf und dran, ich mach mal so, den Computer ersetzen, aber solange habe ich da halt noch eine Bildschirmerhöhung und danach findet der trotzdem irgendwie seinen Einsatz, versprochen. Ich habe hier eine Kiste. Eine große Kiste. Was mich dabei geritten hat, diese zu bestellen, weiß ich nicht. Ich habe mir da irgendwelche Gedanken gemacht, aber der Gedanke fällt mir gerade nicht mehr ein. Aber wir finden da bestimmt irgendwas. Und wenn ich die Medikamente neu sortiere, dann ist mir schnuppi.
Weil so verkehrt finde ich diese Kiste gar nicht. Die sieht Punkt 1 richtig schön aus. Punkt 2 hat ein richtig gutes Fassungsvermögen. Richtig cool finde ich schon mal, die hat hier oben so einen Lederriemen. Aber die kommt jetzt nicht aus... Die hängt fest. Ich habe die Verschlüsse geöffnet, aber die Kiste doch jetzt nicht will sich öffnen. So, wir haben hier so Zwischenablagen, durchsichtig zwei Stück, damit man auch reingucken kann, was da drin ist. Und hier drunten ist so ein... drunten? Warum sage ich denn immer drunten? Und hier unten ist so ein großer Behälter. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, was ich da reinmachen möchte oder will oder könnte. Aber bei mir fliegt hier so allerhand rum. Deswegen, was könnte man denn mal da reinmachen? Also man könnte da eventuell, wenn man viel Torten backt, da könnte man vielleicht dann den Zubehör reinpacken für Fondant und Spritztüllen und so. Dann hat man das immer übersichtlich sortiert. Zum Beispiel, ne? Oder ihr sortiert eure Medikamente da rein. Was könnte man noch da reinmachen? Ja, wenn ihr bastelt, ne? Bastelpapier. Ich habe eine Kiste in meinem Aufbewahrungsschrank, da steht ein Mama-Basteln drauf. Ich habe ja für die Kinder getrennt basteln und mein Basteln, das sind dann mal Messer dabei, deswegen habe ich das getrennt. Jetzt findet das gleich einen neuen Platz. Ha! Spontane Ideen sind immer die besten. Ich muss kurz einmal was trinken. So, ich kann nicht weiter quatschen, mein Mund ist wieder befeuchtet. Noch ein großer Karton und dann habt ihr es auch bald wieder geschafft mit mir. Ich muss jetzt halt nur gucken, wo ich den ganzen Kartons entsorge. Unsere Mülltonne wurde nämlich nicht geleert. Danke. So, apropos Mülltonne. Kann man aber auch für was anderes nutzen. Ich habe nämlich überlegt, dass man hier schlicht weiß richtig schön eventuell das Klopapier drin sammelt. Also nicht das benutzte, sondern das Unbenutzte. Man kann es natürlich auch als Mülleimer verwenden. Überlege ich mir noch. Hat auf jeden Fall so ein Springkläppchen. Mülleimer wäre auch okay, ne? Musst du da eine Mülltüte rein? Der ist schön schmal. Der passt auf jeden Fall in der Regel zwischen eine Wand und das Klo. Ihr habt noch eine Ablagefläche, da könnt ihr vielleicht eine Klorolle draufstellen. Ich habe mir überlegt, ob man hier vielleicht die Klopapierrollen drin lagert. Dann habe ich wieder Platz im Schrank. Ja, überlege ich mir noch, ob ich das als Mülleimer nehme oder die Klopapierrollen, ob die da reinpassen. Überlege ich mir und auf jeden Fall habt ihr dann einen Einsatz gesehen. Ihr seid immer schlauer wie ich vorher beim Auspacken. So, jetzt kommt was, da bin ich ultra gespannt. Das hatte ich mir schon mal bei Temu gekauft, habe es dann nachher irgendwie... Weil es nicht so war, wie ich es mir vorgestellt hatte, die Anwendung, also das Montieren war super easy, gar kein Problem. Aber die Handhabung damit war richtig kacke. Deswegen habe ich es aus dem Schrank wieder rausgerissen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und habe mir jetzt mal genauer alles angeguckt bei Temu und habe neue gefunden. Und zwar sind das so Ausschubschubladen. Da habe ich mehrere verschiedene geholt. Und ich finde die vom Design richtig genial. Die haben hier vorne so einen Holzgriff. Die werden entweder in den Schrank reingeschraubt oder hier sind auch Kleber dabei. Die kann man also auch festkleben. Das ist die Variante, die ich gleich wählen werde. Und dann könnt ihr das da eingeben oder einlegen und dann könnt ihr das halt nach vorne ziehen, damit ihr auch hinten zum Beispiel, wir haben einen Schrank, ich nenne den echt schon Puffschrank, weil der ist so chaotisch, ne? Da muss ich immer halb reinkriechen, um rauszufinden, was ist denn da hinten noch drin. Da sind nämlich meistens die Kaffeevorräte drin, Mehlvorräte, meine Reiswaffeln und sowas. Und dafür habe ich den geholt. Richtig. Damit aber noch nicht genug, habe ich mir noch mehr davon geholt. Auch in verschiedenen Größen noch. Designmäßig ähnlich. Hier habe ich zwei Exemplare, die sind aber nicht schwarz, die sind grau, aber das stört mich nicht. Und auch die können die geklebt werden, da sehe ich jetzt nicht, ist da Kleber bei. Ich muss das mal gerade versuchen aufzumachen. Ich
Die habe ich in verschiedenen Höhen bestellt. Eine Höhe so wie die schwarze. Ne, könnt ihr hier so aufklappen. Hier steht es fest. Doch, kann man auch festkleben. Hier sind so runde Klebenütze bei. Die könnt ihr hier, sind so ein Schrauben. Das macht ihr mit der Tranne. Und dann ist das so. Das wird einfach geklemmt. Das kommt ja zusammengeklappt. Ne? Man muss ja auch Platz sparen beim Versand. Die werden dann einfach so zusammen. Einfach, ne? Ich sage es wieder hier. Ich versuche aber auch immer, dass das im Bild ist, was ich hier mache mit euch. Jetzt hat es gesessen. So, dann habt ihr hier so ein Schublädchen zusammengebaut. Ne? Hier sind die Auszüge. Finde ich auch toll, dass da was ist. Dann könnt ihr da auch was, ihr habt jetzt quasi, habt ihr hier sowas, oder ihr braucht es nicht, dann macht das weg. Ich möchte es aber gerne drin haben. Dann kann man auch was filigraneres da reinstellen. Ich finde die richtig stylisch. Freue ich mich drauf, wenn die gleich im Schrank sitzen. Und auch gut ist, worauf ich versucht habe zu achten, das ist ein 60er Schrank. Das heißt, ich habe mir zwei Körbe bestellt, die dann auch nebeneinander liegen können. Die sind nämlich 25 cm breit, das heißt, du bist bei 50 cm, wenn die nebeneinander liegen. Und das passt dann locker in den Schrank. Ne? Dann hast du dann zwei Ausschübe, die du nutzen kannst. Und ja, da freue ich mich am allermeisten drauf. Da war ich die letzten Wochen auch schon in Versuchung, die schon zu nehmen und den Schrank auszusortieren und zu montieren. Und genau, ich habe jetzt also hier drei Schubfächer. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist in einer anderen Stelle auch noch einer dabei gewesen. Ha. Richtig. Ja, die haben alle was unten drinne. Damit da nichts immer so durchfällt und damit stehen bleibt und ja, wie gesagt. Ich glaube, den anderen, den ich habe, der ist auch noch in schwarz. Es ist in den Schränken, ne? Das hätte auch orange-gelb getupft sein können. Wäre mir egal gewesen. Hauptsache, ich hoffe wirklich, dass das ein bisschen mein Puffschrank ein bisschen mehr Ordnung reinbringt, weil der ist wirklich Katastrophe. Ja, das gibt es auch bei mir. Katastrophe, ich sage es euch. So, damit ist dieses Video schon beendet. Wenn auch ihr Temu einmal ausprobieren möchtet, dann nehmt auch diesen Code als Neukunden, bekommt ein 100 € Gutscheinpaket von mir und von Temu geschenkt und der Code war dauerhaft hier eingeblendet. Jetzt gerade hatte ich ja, ne, ist er hier. Ja, alle Produkte sind in der Infobox verlinkt. Wenn ich irgendwas vergessen habe, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich verlinke es euch gerne nach. Ja, ich versuche, bin aber immer stets bemüht, alles direkt rein zu verlinken. Der Link zur App, den findet ihr auch in meiner Infobox. Und genau, wenn ihr Fragen habt, fragt mich, kritisiert mich, lobt mich, mögt mich und hinterlasst mir ein Abo, ganz wichtig. Da freue ich mich immer drüber. Ich wünsche euch auf jeden Fall mit meinen nächsten Temu-Hauls und vorherigen Temu-Hauls ganz, ganz viel Spaß und viel Spaß beim Shoppen. Macht es gut, bleibt gesund, bis dann. Ciao.